genau. Angriff. Angriff. Die Blips da hinten, die haben wir uns dann auch noch. Und jetzt halt können wir hier langsam anfangen, mal richtig ins Rollen zu kommen. Wenn wir jetzt halt hier endlich mal ein bisschen Metall haben, das ist jetzt halt längst überfällig, dass wir hier ein bisschen mehr Metall bekommen. Und dann können wir hier auch mal die ganzen Buden hier upgraden. Ich meine, wir liegen hier immer noch einfach nur auf der Luftmatratze drauf. Und da kann man sich schon zu den Glücklichen zählen, wenn man hier nicht auf dem Boden schlafen muss. Da bräuchten wir erst den Wasserturm, aber jetzt wollen wir erstmal schauen. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen Metall sammeln. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich sitzen soll. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal so eine längere Aufnahmesession gemacht habe. Ohne die ganze Zeit Anmod und Abmod zu machen. Ist auch schon ein bisschen was her. Sonst setze ich mich ja eh immer, also bei Pest muss ich ja immer tagesaktuell, sag ich mal, aufnehmen. Sonst so bei der Long Dark, da schaue ich auch immer, ob ich da, wie lange ich da mache. Meistens auch eigentlich deutlich kürzer. Oh, jenseits von morgen. Starte die Hauptquest. Wenn ich jetzt eine normale Folge aufnehmen würde, würde ich sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Mal schauen, ob ich es jetzt halt, ob es von der Zeit so hingeht. Oh, Joel. Joel aus The Last of Us. Er konnte ihn nicht mal anklicken. Und er hat ihn einfach mitgenommen. Er hat ihn einfach in ein kleines Paket reingestopft. Hitzewelle. Doppelt so viel. Wir hätten natürlich ein Wasserlager bauen können, mal wieder ein neues. Ein Wasserspeicher. Ja, C-Fix. Okay. Sekunde. Das machen wir jetzt natürlich. Dann müssen wir uns hier irgendwo... Das geht da jetzt nicht hin. Das ist jetzt nicht so feini. So, und den hier auf jeden Fall als nächstes bauen. Ja, natürlich. Mein Gott, wenn ich hier immer so viel laber, dann bekomme ich immer nichts mit vom eigentlichen Spiel. Was so Standardsachen sind, die man sich so anschaut. Aber wir gönnen uns jetzt die Hauptquest. Since the events that plunged the world into the apocalypse, catastrophes sweep through the land on a regular basis, instilling fear amongst the people who try to start anew. Seit den Ereignissen, die den Planeten, die Apokalypse gestürzt haben, sind mehr als 2 Jahrzehnte vergangen. Regelmäßig ziehen Katastrophen über das Land und versetzen die Menschen, die sich an einem Neubeginn versuchen, in Angst und Schrecken. 2. Rechtschreibfehler gefunden. Viele glauben an das alte Sprichwort, dass es wichtig ist, die Vergangenheit zu verstehen, um eine bessere Zukunft aufzubauen. Antworten auf die Frage, was wirklich geschehen ist und wie die Kolonie von einem weiteren Untergang bewahrt werden kann, lassen sich im Ödland finden. So, beginne die Hauptquest. Ja, Mann, aber 2 Jahrzehnte schon. Wir sind schon 20 Jahre hier in dieser Apokalypse-Welt. Aber auch cool. What started as a natural disaster of cosmic origin led to the downfall that swept through civilization. Nations fell and remaining factions fought over power and resources until there were no armies left to command. Was als Naturkatastrophe kosmischen Ursprungs begann, führte zu einem Untergang der modernen Zivilisation. Nationen verschwanden und die Überlebenden führten jahrzehntelange Kriege um Macht und Ressourcen, bis es keine Armeen mehr gab, die sie befehligen konnten. Während die Angst vor der Zukunft unter den Menschen wächst, erzählen viele von den Gräueln, die sie erlebt haben. Sollte jemals etwas Ähnliches passieren, haben die Menschen hier kaum Möglichkeiten, sich davor zu schützen. Die Welt da draußen ist unberechenbar, aber es gibt keinen anderen Weg, als tief in das Ödland einzudringen. Dieses Mal ist das Unterfangen besser vorbereitet als je zuvor. Und somit organisieren wir unsere erste Expedition ins Ödland. Also jetzt muss ich sagen, natürlich auch komplett neu für mich. Das ist quasi die neue Hauptstory, die mit der 1.0 reinkam. Also auch komplett neues Territorium für mich, sag ich mal. Also
Da bin ich schon ein bisschen hyped drauf. Und jetzt? Können wir jetzt eine Expedition machen? Vielleicht mit dem Außenposten-Ding? Hallo? Können wir hier irgendwas machen? Auf der Karte? Wir sind hier noch am... Hier. Hier sehen wir es. Jenseits von morgen. Untersuche die Stelle. Okay. Ich sehe, was wir zu tun haben, auf jeden Fall. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir hier noch ein bisschen zumindest den Wasservorrat auffüllen können. Es war blöd, dass wir den hier nicht weiter eingepflegt haben. Aber das kommt auch vielleicht wieder weg hier. Schauen wir mal, wie viel nach der Hitzewelle noch da ist. Dann kommt der wieder weg. Ich denke hier schon, also hier nochmal zwei so Lagerdinger hinbauen. Ich glaube, es sieht schon gar nicht so schlecht aus. Nur noch ein altes Holzhaus. Hier haben wir schon wieder einen See. Immerhin gibt's einiges an Seen. Also wir sind hier doch entweder in Finnland oder in Kanada angekommen. Oder in Bayern wird ja auch das Land der Seen genannt. Also vielleicht werden wir uns hier... Stimmt, wir sind in den Alpen, haben wir gesagt. So. Nächsten haben wir besiegt. So nämlich. Jetzt, das zweite Bandidenlager hat sich nicht kampflos ergeben, wurde... Jetzt aber besiegt und geplündert. Es ist nur noch eins übrig. Setze die Jagd vor, der auf jeden Fall. Dann machen wir die hier auch gleich noch weg. So. Stella. Braucht noch eine Sekunde. Und wir gönnen uns einfach mal einen kleinen idyllischen Einblick in unsere Welt hier. Aha. Ich wollte hier gerade einen idyllischen Einblick machen und nicht hier, dass hier irgendwas umgeschlägert wird schon wieder. Has been secretly feeding rat beetles in the colony. The feeder is surrounded by an angry group of people demanding answers. Ungezieferzucht, wie sich herausstellt, züchtet ein Kolonist heimliche Rattenkäfer in der Kolonie. Der Züchter wird von der von den erbosten Siedlern umstellt, die Antworten von ihm fordern. Er versucht zu erklären, dass Rattenkäfer völlig missverstanden, im Grunde aber sanfte und sogar intelligente Kreaturen wären. Er fleht euch an, die Tiere behalten zu können, doch die anderen Kolonisten machen sich Sorgen um die möglichen Konsequenzen. Rattenkäfer, das sind die Dinger, die uns hier bei den radioaktiven Dingern, bei den rosanen auf der Weltkarte, die uns da immer angreifen. Haben wir mal keine Bedenken? Wollen wir mal sein? Ja, komm. Das Ganze ist nur ein, wenn auch etwas seltsames Hobby. Der Züchter ist heilfroh über diese Entscheidung und verspricht enthusiastisch, die Rattenkäfer unter Kontrolle zu haben. Dabei schweift er ab und beschreibt dir im Detail seine Forschungen zu den Fortpflanzungsqualitäten der Insekten. Okay. Dann nehmen wir die doch so mit. Wir wollen ja hier alle friedlich zusammenleben. Eieiei, minus 22. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, sag ich mal so. Hier fehlt's am Wasser. Also hier fehlt's nicht am Wasser, aber ja, ich meine, wir könnten schon noch ganz zapzarab hier noch einen Wasserspeicher bauen, theoretisch. Ich glaube, das ist auch gar nicht so blöd, wenn wir das machen. Hier so? Ja, perfekt, das passt. Leute, bauen wir den als nächstes, dann sollten wir da eigentlich auch ganz gut durchkommen. Die Hitzewellen dauern eh meistens nicht so lange. Da kommt schon der erste angelaufen. Vielleicht können wir auch mal hier einen kleinen Weg hier hintermachen. Natürlich ganz gern die Verschmutzungen hier weg, aber gut, die Wege, die sind ja eh nicht so fest. Die kann man ja immer wieder wegmachen.
So, und da kommt auch schon. Na, nee, er hat sich erstmal in seinen Turm gleich rein verzogen. Oh, da kommt hier wieder. Da kommt hier wieder die Security, kommt hier wieder. Weiß ich auch noch nicht genau, wie ich das finden soll, weil die sollen ja eigentlich im Tor sein. Sag ich mal, wenn jetzt halt jemand im Tor angreift, die sind halt komplett auf der anderen Seite. Na klar, könnten wir einfach warten, bis die kommen, aber. Vielleicht, oder vielleicht kommen die auch automatisch. Wer weiß. Vielleicht kommen die auch einfach automatisch, wenn man hier. Wenn man hier Leute vorm Tor sieht. Wäre ganz cool, ja, Wassermangel. Die Position. Oh. Wie wär's denn noch mit dem Brunnen? Die würden wir ja auch, wenn hier nur erstmal nur temporär hinbauen. Verbraucht natürlich schon. Komm, müssen wir machen, sonst schaffen wir das nicht. Also vielleicht schon, vielleicht könnten wir es schaffen, aber ich meine, jetzt füllen wir mal unsere Wassertanks hier auf und dann. Dann schauen wir mal, dann wird es hoffentlich alles. Hier auf der Weltkarte können wir was machen. Ah. Locked and loaded. Rein geht's. Ja, so sieht das hier so aus. Dann haben wir vorhin, wo. Also vorhin, für mich vorhin. Ich sag schon vorhin. Und für euch ist es vor 5 Folgen oder so. Muss das so aussehen, wo ich gesagt habe: Oh, ist hier eine Hitzewelle? Wurm, oh, den haben wir auch schon halb weggesnackt. Oh ja, doch, das geht fix runter. Den Brunnen, den brauchen wir auf jeden Fall. Auch wenn die wirklich, wie gesagt, die dauern nicht so lange, die Hitzewellen immer. Ein Pärchen streitet sich. Schon wieder, Leute. Kommst du mal runter. In der Mitte der Kolonie gibt's Tumult. Okay, weiß ich jetzt auch nicht, ob das alles so grammatikalisch richtig ist, aber ein Paar streitet sich um Erziehungsfragen. Die Mutter ist der Meinung, dass die Kinder Hausarbeit übernehmen sollen. Der Vater jedoch denkt, dass sie dafür noch zu jung sind und ihre Tage lieber spielen verbringen sollen. Sehe ich auf die Seite des Mutters, oh Gott, der Mutter, des Vaters, ignoriere den Streit oder die Kinder müssen unterrichtet werden. Soll das etwa der Reminder sein, dass wir eine Schule bauen sollen? Ich glaube schon. Ja, komm. Auch wenn die Kolonie jede Hilfe braucht, die sie bekommen kann, ist es langfristig die beste Lösung, sich um die Ausbildung der Kinder zu kümmern. Man kommt auf den Bau von Schulen zu sprechen, weil jeder möchte, dass die Kinder zu produktiven Mitgliedern der Gemeinschaft heranwachsen. Ah, sorry, Kinder. Jetzt habe ich sie eigentlich auch wieder verkackt. Haben sie sich gedacht, ja, können sie zumindest hier ein bisschen geil rumgammeln. Gönnen wir uns hier gleich mal die erste Schule, oder? Wie sieht es aus? Hier können wir dann weiterhin unser Wohngebiet haben, vielleicht, sage ich mal. Wenn wir hier unsere Schule hinkleistern, ist das doch, glaube ich, auch nicht so schlecht. Na, machen wir mal hier. Komm. Reicht eh nicht, ich weiß. Die Dinger hier, das Metall, das reicht noch nicht. Aber unsere Ärztin und die gute Brooklyn, die sind ja hier schon fett am Schuften. Ja, ah, und wir sind auch schon wieder im leichten Plus beim Wasser. Oder? Ah, der hat eh, oder? Ne, wie viel ist drin? Steht nicht da, wie viel gerade aktuell gelagert wird. Ah, blöd. Sonst hätte ich jetzt gesagt, reiß mal den gleich ab. Können wir da die Lagerdinger schöner hinbauen, sage ich mal. So, und da geht's gleich in die Schule. Kinder, die Sommerferien sind vorbei. Raus aus den Federn und
rein in die Schule. Das finde ich geil gemacht, muss ich sagen. Das finde ich echt, das finde ich lit, dass die Schule halt einfach dieser Schulbus ist. Also das gefällt mir auf jeden Fall. Finde ich mehrere Gebäude auch. Denke mir auch schon bei mehreren, also gerade bei der Schule, das war so eins so der ersten Gebäude, wo ich mir gedacht habe, oh ja, das ist richtig cool. So, wie viele Schüler? Oh ja, da kommen sie alle schon. Da kommen sie ja alle schon. Pünktlich. Kinder, 4 Kinder haben wir. Ja, die sind auch alle da. Jill, unsere Lehrerin. Ja, genau. Können hier mal reparieren und dann würde ich aber auch sagen, können wir eigentlich auch schon. Moment, sind die hier fertig? Oh ja, die sind fertig. Ja, Mann. Weg mit den Knechten hier. Der Aufstand der Aufreißer wurde beendet und die Banditen stellen keine Gefahr mehr für die Bevölkerung dar. In ihrem Lager habt ihr jede Menge Diebesgut gefunden und zu den eigenen Ressourcen hinzugefügt. Nehmen wir mit, würde ich sagen. Schaffen wir die auch noch. Die holen wir gleich auch noch. Und dann könnten wir hier eigentlich auch mal demnächst schauen, ob wir nicht doch jetzt mal endlich unsere, erstmal die Toiletten natürlich, aufbessern können. Und ob wir jetzt, wenn wir genügend Metall haben, nicht auch mal endlich unsere Unterkünfte hier ein bisschen aufwerten können. Aber dazu würde ich dann sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Wir haben jetzt doch ganz schön gut was erreicht. Ja, für mich, ich muss jetzt auch mal schauen, ich bin jetzt selber mal überrascht, wie viele Folgen ich jetzt hier am Stück aufgenommen habe. Fordert dann Kleidung, geht schon wieder zu Ende. Ihr werdet es wissen, ab der Folge 2 ist es hier alles in einer großen Aufnahmesession entstanden. Deshalb würde ich sagen, wer es wieder awesome findet, lasst ein Like, da einen Kommentar und im besten Fall natürlich noch ein Abo. Kolonist Stella ist verstrahlt. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, seid ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei. Ich muss sagen, ich habe echt mega Bock auf das Projekt. Also ich hoffe, ihr auch. Und ja, würde ich sagen, ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Bis dahin. Servus.